Herzlich willkommen und hallo zu Previewed, meinem Kinoblog. Am 6. Dezember startet 7 Psychos. Um es gleich vorwegzunehmen, dies ist einer der unterhaltsamsten Filme des Jahres. Nach Brügge sehen und sterben könnte man denken, besser geht's gar nicht. Viel Situationskomik, schräge Dialoge und tief schwarzer Humor. Regisseur Martin McDonagh setzt gemeinsam mit Hauptdarsteller Colin Farrell jetzt noch einen drauf. Marty ist Ire, Alkoholiker und Drehbuchautor. Sein aktuelles Skript heißt 7 Psychopathen. Doch Marty hat eine Schreibblockade. Daher füttert sein bester Freund Billy ihn auf herrlich verrückte Weise immer wieder mit Episoden und Ideen psychopathischer Killer. Das Projekt gerät aber völlig aus den Fugen, als ein schießwütiger Gangster sich an ihre Fersen heftet, weil Billy zuvor dessen Hund entführt hat. Doch es gibt noch 6 weitere Psychos. Erzählmuster von Hollywoods Gangster- und Killerfilmen werden hier gekonnt persifliert. Allen Darstellern sieht man dabei die Spielfreude an. Harry Dean Stanton als schweigender Rächer, Woody Harrelson als prolliger Gangster, Tom Waits als diabolischer Serienkiller-Killer und ein wunderbarer Christopher Walken, der lange nicht so überzeugend auf der Leinwand agiert hat. Fantastisch. Es hat vieles. Ja! Ich war 18, als ich geheiratet habe. Aber es geschah nicht aus Liebe. Ebenfalls am 6. Dezember startet Anna Karenina. Regisseur Joe Wright hatte zuvor schon bei Stolz und Vorurteil und Abbitte mit Keira Knightley zusammengearbeitet. Anna Karenina ist dabei keineswegs die erste Kinoadaption des berühmten Romans von Leo Tolstoi, doch verpasst Wright der Inszenierung eine interessante Komponente. Er verlagert die Handlung auf eine Theaterbühne, die im Moskau des 19. Jahrhunderts so spektakulär daherkommt, dass man als Zuschauer zeitweise aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Es galoppieren Pferde über das Theaterparkett, Tänzer schweben grazil über die Bühne und Züge rollen vorbei. Der Kinozuschauer wird von diesem Opus visuell machtvoll in den Bann gezogen. Doch sorgen erst die vielen kleinen Gesten der guten Darsteller für den emotionalen Zugang. Ein Muss für Freunde des Kostümfilms. Weit im Osten, hinter Gebirgen und Flüssen, liegt ein einsamer einzelner Berg. Die Zwerge sind fest entschlossen, ihre Heimat zurückzuerobern. Am 12. Dezember startet weltweit endlich Der Hobbit. Tolkien-Fans fiebern schon seit Jahren dieser Vorgeschichte des Herrn der Ringe entgegen, doch die unerwartete Reise ist lediglich der erste von 3 Teilen, die in den nächsten 1,5 Jahren in die Kinos kommen. Jeweils 3 Stunden lang und das bei einer Romanvorlage von lediglich 300 Seiten im Taschenbuchformat. Als großer Tolkien-Verehrer muss mich da ernsthaft fragen, ob dies als schiere Profitgier der Filmproduktion oder als Wiedergutmachung für die meiner Meinung nach weniger gelungene Ring-Trilogie zu verstehen ist. Erste Kritikerstimmen bemängeln, dass der Hobbit zu langsam in Fahrt kommt und stellenweise zu albern geraten ist. Dem wiederum setze ich aber entgegen, dass der Hobbit als Kindergeschichte funktionieren soll. Und außerdem will ich doch sehen, wie Zwerge beim guten Bilbo Beutlin in die Hobbithöhle purzeln und ihn zum aberwitzigen Abenteuer gen einsamer Berg verleiten. Mein Fazit lautet daher: Der Hobbit ist originalgetreuer als Der Herr der Ringe, gerade weil die leichte Erzählung Tolkiens weitaus mehr Möglichkeiten bietet, parallele Erzählstränge aus dem Mittelerde-Kosmos einfließen zu lassen. Aber 3x3 Stunden hätte es dafür nicht gebraucht. Es hätte schlimmer kommen können. Das war schon wieder Preview, der Weser-Kurier-Kinoblog. Wir sehen uns wieder hier, oder? Im Kino.